on your dumb, dumb drum. Heute melde ich mich mal ganz in der Früh hier bei euch und total verschlafen und nicht fertig und müde, denn wir haben es auch erst gerade 4 Uhr. Für mich geht es heute nämlich nach Köln, da die Videodays heute sind. Ja, ich bin heute und morgen dort und ich bin super aufgeregt und freue mich total. Ich war noch nie auf dem Videoday, auch nicht auf dem Videoday in Berlin oder so. Ich mache mich jetzt schnell fertig, denn für mich geht es heute nach Köln und das ist ein etwas längerer Weg und ja, ich melde mich einfach später wieder. Zurück, denn ich bin jetzt endlich in Köln angekommen, nach, ich glaube, 5-6 Stunden Autofahrt oder so. Auf jeden Fall ist unser Check-in im Hotel erst um 15 Uhr und wir haben es gerade erst 12 Uhr und mussten deswegen jetzt schon losfahren. Jetzt sind wir auch schon bei der Arena und jetzt geht es gleich rein und ich bin schon total aufgeregt. Ich habe schon von ganz vielen YouTubern gehört, dass sie jetzt schon vor der Lanxess Arena stehen und ich bin so aufgeregt, gleich ganz viele zu treffen. Es ist sau heiß draußen, ich konnte einfach nicht mehr davor der Arena stehen, so dass wir uns dann jetzt in eine Dönerbude gesetzt haben und ich mir eine Cola geholt habe. Und ja, jetzt wird erstmal gewartet auf die Luna und dann geht's rein. So Leute, und ich sehe gerade die Luna und die kommt auf mich zu. Und oh mein Gott, oh geil. Nein, das ist so. Ich habe jetzt auch noch Selina getroffen. Die Raffaella. Und noch ein paar andere coole Leute. Noch ein paar. Und die Nathalie. Ja, und wir chillen jetzt. Die Lisa ist auch jetzt da und ja, wir haben alle Spaß. Ey, guck mal, Spaß. Weißt du, wie viele? Wir haben jetzt auch den Fremo getroffen und noch ein paar andere Leute. Ja, und wir gehen dann wahrscheinlich jetzt auch gleich rein. So, da ist der Eltana, den haben wir auch gerade getroffen. Und da ist die Luna wieder. Und boah, ihn vielleicht der Bildschirm ist weiß geworden. Banana. So, also wir haben jetzt schon richtig viele getroffen und wurden gerade reingelassen. Und es ist so krass hier, es trifft so viele, das ist einfach so geil. Luna ist auf YouTube wieder. Luna wieder vereint. Dennis. Ja, wir kommen, wenn wir jetzt alles noch zu treffen. Das ist echt richtig cool, ich freue mich voll. So, wir müssen jetzt zum Bravo-Stand, da wir jetzt ein Interview haben. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Und ja, wir hoffen, wir kommen jetzt nicht zu spät oder so, weil wir wurden jetzt erst ein bisschen später reingelassen. Und ich bin irgendwie voll aufgeregt. Wir gehen jetzt gleich noch in die YouTuber-Lounge. Ach, ich brauche keine Verkammer. Sorry! Sorry! Ey, ich muss auch mal zuvor. Sie, da kannst du das Ding da nicht. Was? Sie vloggt die ganze Zeit und ich komme nicht mal rein. Ja. Wir haben jetzt auch die Coco getroffen. Vielleicht kennt ihr die ja auch. Und ja, da hinten ist der Joker. Dort. Und er ist echt richtig cool hier. Und eigentlich, Lisa, müssen wir zu Bravo jetzt. Wir haben ein Interview. Aber. Ja. Aber irgendwie verpasst du das voll jetzt, keine Ahnung. Wir müssen jetzt schnell dahin. Sonst kommen wir zu spät. Ja, genau. So, wir haben jetzt hier ein Bravo-Interview. So, ich glaube, ihr müsst euch jetzt erstmal für alle vorstellen, die euch möglicherweise noch nicht kennen. Es bleiben bestimmt auch ein paar mehr Leute stehen. Immer schön ins Mikro sprechen, sonst hört ihr keinen. Ich bin Chibisch Kassi und ja, ich komme aus Berlin. Ich mache euch auch nur Beauty, Fashion, Lifestyle, ein bisschen Comedy-Videos. Und ihr seid ja so eine Clique eigentlich, ne? Ihr habt zwar alle eigene Channels. Wie habt ihr euch denn alle kennengelernt? Also, wir haben uns
größtenteils eigentlich durch YouTube und Instagram kennengelernt. Und wie gefällt es euch bisher? Was habt ihr schon erlebt? Habt ihr irgendwelche anderen YouTuber kennengelernt, getroffen, endlich mal gesehen? Und wir werden später noch alle sehen. Wen würdet ihr denn unbedingt gerne mal sehen? Hier? Bibi ist leider nicht da. Also ich würde unglaublich gerne mal die Melina sehen. Und die Dagi. Ja. Ja, ich Bibi auch. Und ihr? Ja, ich auch genau dieselben Meinchen. Ja? Ja. Und Shirin vielleicht auch. Shirin, ja. Meine Eltern finden es auch eigentlich ganz okay und die unterstützen mich auch voll und ganz groß und geht. Und das finde ich richtig cool und voll nice. Verstehen die YouTube? Ja. Verstehen deine Eltern, was YouTube ja, ist? Ja, was ja. Ja, so kann es passieren, ja. Ne? Kann vorkommen. Ja, super Mädels. Mensch, vielen Dank, dass ihr da wart, oder? Ja, gerne. Gerne. Super. Tschüss. Tschüss. So, da ist auch der Luca. Vielleicht kennt ihr ihn. Er ist ziemlich cool. Ob wie cool bin ich? Wie cool? Sag ihm, wie cool ich bin. Zwei. Sag ihm, wie cool ich bin. Sag zwei. Er ist richtig geil. Abonniert ihn alle auf YouTube. Wie geil bin ich? Sag ihm, wie geil ich bin. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Super geil. Ja, wir hatten jetzt gerade unser Interview bei der Bravo. Es war richtig cool und ja, jetzt laufen wir weiter. Mal gucken, wenn wir jetzt einfach treffen. Ja. So, ich hoffe, man hört mich und erkennt mich jetzt einigermaßen gut. Wir kommen jetzt gleich dort in den YouTuber-Bereich und kriegen noch diese Kärtchen, die kriegen wir jetzt gleich mal. Und ja, dort drüben stehen alles KF und alle ja, ist ziemlich cool hier unten. Ja, also bis jetzt ist es kühl. Also ja, extrem. Ja. So, wir sind jetzt gerade im Backstage-Bereich oder so. Und ja, wir sind gerade im Backstage-Bereich und hier sind halt ein paar YouTuber jetzt. Und vielleicht kenne ich auch die Katja. Und ja, ist cool hier. Und heute, wir sind irgendwie voll langweilig und es kommen immer mehr. Kennt ihr den? Ich feiere die irgendwie voll. Ja. Warte, ich setze mich jetzt auf Selinas Platz. Hallo! Oh, aua! Du bist auf meiner. Wir gehen jetzt gleich noch essen mit der Managerin. Oh mein Gott, sieht aus wie so ein Schwein gerade. Das Licht so. Schau, das ist schon. Achso, ist das ein Video? Ja, gut. Leute, ich muss rein. Seid ihr morgen alle da? Ja. Ja. Wir trinken morgen nicht so viel. Ich hab extra so gut gemacht. Ja, geil. Was? Sorry, ey. Ey, ich hab alle Freunde in der Nase. Ich hab die Scheiße. Ich bin am Ende. So würde ich auch einen Block machen. Das war gut für Mieze. Ciao, ciao. 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 Ja, war geil. Ja, aber auch gerne ein Musikvideo mit ihm und er ist cool. Wahrscheinlich wieder mit Sandy. Mann! Die warten alle hier draußen. Die stehen dort alle an, weil Dagi hat jetzt Autogrammstunde. Also wir sind gerade in der Arena und dort hinten sitzen die Lobbys. Ja, geil. Es sind noch ganz viele andere YouTuber. Ja, geht. Jetzt auch gerade die Nie getroffen, die Nietastic kennt ihr sicherlich auch alle und es ist irgendwie voll windig. Ja, wir haben irgendwie Natalie und alle verloren, ansonsten hätten wir wahrscheinlich in den YouTuber-Bereich noch mitgehen können. Wir wollten da jetzt irgendwie nicht alleine rein. Wie gesagt, wir haben die verloren und dann, ja, boah, Ahnung. Jetzt haben die nicht mal Tschüss gesagt, aber wir laufen jetzt Richtung Kölner Dom. Der Wind. Der Wind und ja, ich sehe immer so komisch aus, wenn ich vlogge, deswegen mag ich es eigentlich gar nicht, Vlogs zu drehen. Aber wir gehen dann jetzt auch ins Hotel und dann gehen wir wahrscheinlich gleich noch was essen. Und ja, so, by the way, Outfit of the day. Boah, das hat sich gereimt! By the way, Outfit of the day. Lisa und ich haben uns dann jetzt getrennt und wir fahren jetzt ins Hotel. Und ja, dann checken wir da auch jetzt gleich ein, denn unser Check-in war erst ab 15 Uhr oder so und dann mussten wir halt schon in der Arena sein. Und deswegen checken wir jetzt ein, dann gehen wir glaube ich noch was essen und ja, mal sehen, was wir dann heute noch machen. Ja.
wo ist der Fahrstuhl? Achso. Und gehen jetzt zum Italiener. Wir treffen uns da gleich mit der Lisa. Und ja, es wird cool. Ich freue mich irgendwie voll die ganze Zeit auf alles. Ja, ich melde mich später wieder. So, wir sind auch wieder raus aus unserem Hotelzimmer, denn wir treffen uns gleich mit der Lisa und ihren Eltern beim Italiener und essen wahrscheinlich eine Pizza oder so. Und dann kommt die Lisa auch kurz zu mir ins Hotelzimmer, holen meine Sachen ab und dann gehen wir nach oben, denn sie hat ein Einzelzimmer und da schlafe ich dann halt heute Nacht bei ihr. Und ich habe da ein... Ja, frag mich nicht, warum ich einen Schuh in der Hand habe. Ich krieg irgendwie an einem Fuß übel die Blase, weil ich heute auf dem ersten Tag der Video Days neue Schuhe getragen habe, das erste Mal, und ich sie mir erst einlaufen muss und ich halt nicht nachgedacht habe und ja, jetzt Blasen bekommen. Aber nur an einem Fuß, und bei denen ging es eigentlich, aber jetzt, da ich eine Blase schon habe, tut es halt voll weh. So Leute, das ist Lisa und ich. Haben wir eigentlich das Hotelzimmer. Und das Licht ist... Okay, ich mache euch mal eine kleine Roomtour. Und zwar ist hier halt eine kleine Flur. Und da steht Lisa. Hier haben wir ein kleines Badezimmer. Das sieht man mich vloggen. Au! Eine Dusche und ein Klo. Ich habe den Mülleimer umgeschmissen. Okay, und dann habe ich hier einfach nur ein kleines... da passen wir bitte zwei drauf. Und einen Fernseher und einen Schreibtisch. Aber ich glaube, den werden wir eh nicht benutzen. Und die Lisa geht jetzt gleich nochmal runter, weil sie sich abschminken muss. Und ich weiß nicht, was ich machen werde. Wir haben so eine schöne Aussicht. Ich sehe nichts. Also wir haben sehr, sehr viel Spaß jetzt schon, obwohl wir nicht mal 20 Minuten im Zimmer sind. Und ich glaube, man sieht uns voll schlecht und so, aber... Und uns ist gerade aufgefallen, dass hier gleich Steine am Fenster sind. Sie darf hier draußen schön schlafen. Ja, auf jeden Fall sind da Steine. Also das Fenster quetscht. Und Also ich glaube, dass... ich glaube, heute Abend wird es ziemlich vieles aus diesem Hotelzimmer von uns geben. Das wird sehr lustig. Wir lachen einfach so. Und So, die Lisa und ich waren jetzt eben duschen und haben uns fertig gemacht. Und wir machen uns jetzt das erste Mal in einem Hotel Tee. Ich mache uns jetzt Tee. Keine Ahnung, ob der schmeckt oder so. Auf jeden Fall haben wir gerade das Nachtjournal auf RTL geschaut und da kam etwas über die Videodays und da haben wir den Dennis und den Benji gesehen und wir sind voll froh. Wir sind voll stolz auf die, oder Lisa? Ja. Das haben wir jetzt aufgenommen. Und ich sehe so voll aus wie so ein Opera. Opera. Und ich mache jetzt Tee. Und wir haben irgendwie so Steine auf unserem Balkon. Hier, schau dir das an. Irgendein Tier in unserem Zimmer. Ich hab grad was gehört, Lisa. Mach Feuer auf. Mach Feuer auf. Die Schiffner und ich. In meinem Hotel. Ready, go. Ach, ready, ich hab eben was noch auf meinem Jackie. So, es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Wir haben es jetzt ganz spät in der Nacht und man sieht mich jetzt auch nicht. Die Lisa, die schläft schon neben mir und ich wollte einfach nur mal kurz sagen, dass das der Vlog war und ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Ich bin echt super froh, dass ich heute alleine schon so viele Erfahrungen machen konnte. So viele Leute und YouTuber, die ich halt einfach nur übers Internet Wochen und Monate lang kannte, heute endlich sehen durfte. Es war für mich wirklich eine riesige und total krasse Erfahrung, die ich machen durfte. Vor allem, da ich Backstage war, so viele große YouTuber sehen konnte und morgen geht's dann auch weiter. Ich wollte dann auch nochmal kurz sagen, dass
dass er der erste Tag war und es natürlich noch einen zweiten Tag gibt. Dieser Vlog vom zweiten Tag wird aber erst Sonntag erscheinen. Wahrscheinlich Sonntag um 11 Uhr. Ansonsten würde ich mal sagen, gehe ich dann jetzt auch mal langsam schlafen. Ich wünsche euch dann jetzt einen guten Morgen, gute Nacht, Abend, egal wann ihr dieses Video gerade schaut. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Danke fürs Zusehen. Tschüss.